Let's go. Dann machen wir einfach mal. Hier durchgebrochen, kein Problem. Oh nein. Oh no. Sag dem, dass du es nicht machen sollst. Lad mal nach. Freunde? Freunde? Hey! Ich glaube, es hackt. Betreten mich. Ich fahre jetzt Vollgas gegen die... Nee, doch nicht. Das war doch wohl deine Panzerung. Und was machst du jetzt? Jetzt bist du im Arsch. Das war ein Benzinkanister. Hätte auch noch schief gehen können. Wait here. So, während du da verliest, steige ich mal kurz ein. Gucken wir mal ganz kurz was. So. Und weiter geht's. Dieser Turm hier vor uns ist also unser nächstes Ziel. Wie komme ich denn da nach oben? Hier haben die Leute aufgehängt. Also keine Gnade. Er will... Die wollen mich snipen. Ich glaube, es hackt. Gut, dann komme ich jetzt nach oben. Jetzt gibt's aufs Fressbrett. Ihr wolltet es so. Kein Problem, können wir gerne machen. Warte, wo bist du? Du hast aber auch gar keinen Aim, Kollege. Also zielen müsstest du mal noch ein bisschen üben und ja, lernen auch. Die Leiter hier geht noch nicht, die ist zu weit weg. Hier, wie gefällt es dir, wenn man dich anläuft? Max ist genauso wenig wie ich bestimmt. Geh nach oben. Hier ist noch ein Scharfschütze. Okay, jetzt hier rüber. Wir machen Fortschritte. Oh, hey, okay, das war der erste, der trifft. Nicht wild. Eine Fleischwunde. Das wird schon wieder. So, warte mal. Dreh dich mal hier hin. Leiter runterlassen. Oh, hallo. Wo wollt ihr denn hin? Ja, das war's dann mit dir. So, jetzt komme ich nach oben. Jetzt reicht's mir. Jetzt kriegst du richtig Probleme. Komm her. Wo ist er? Wo ist er denn? Ah, okay, da oben. Den Schrott haben wir damit. Haben wir etwa keine Munition mehr, oder wie? Das gibt's ja nicht. Ist echt die Munition leer geworden. Sowas aber auch. Hier können wir nochmal höher gehen. Was haben wir denn hier? Die hauseigene Küche anscheinend. Oh ja. Mit Zerlegungsstation hier ein paar Hände und Füße. Das ist ja allerhand. Oh Gott. Waffen. Die schauen aber... Sind das echte Waffen? Die links schauen eher nach Holz. Ne, jetzt sind schon echte. Kumpel, uns gehen bald die Optionen aus. Wenn du dir eine Schusswaffe zulegen willst, solltest du dich beeilen. Mann, sonst wirst du eine Menge Kohle für eine Ansammlung von Rost und Staub zahlen. Okay. Die Leute haben sich natürlich auch irgendwo vorbereitet, als alles den Bach runtergegangen ist. Boah, wie übel. Wir haben gerade die Körper runtergerissen. So, wir machen jetzt folgendes. Ich nehme den Benzinkan... Er lässt mich nicht nehmen. Hallo? Hallo, ich würde gerne... Nein? Okay. Gut. Ich hätte gerne einen Benzinkanister genommen. Spiel sagt nein. Dann ist es halt so. Wir wären hier auf jeden Fall fertig. Gucken wir mal weiter. Das Flugzeugwrack hier, da kann ich aber nicht rein, ne? Nö.
Cool, cool, cool. Not bad. Auf die Karte gucken. Den Suchbereich hier mache ich auch noch. Mal ein bisschen weiterkommen hier. Das ist natürlich die Frage, wie komme ich hier am besten rein? Bitte was? Okay, ich verstehe es, der meint einen Scharfschützen. Da oben steht er. Wie cool ist denn das hier mit diesem Gerippe? Oh, es bricht gerade auseinander. Ja, das war jetzt ich. Das war nicht meine Schuld. Das war jemand anders. Warte mal, ich muss echt den Scharfschützen erst erledigen. Der nervt. Der ist gerade wohl ein Problem. Was willst du denn? Und wer sammelt jemand die Munition auf? Und das Scharfschützengewehr. Hier. Wir sind alle fertig. Wenn du von so einem Ding getroffen wirst, dann machst du auch erstmal Pause und Urlaub. Okay. Sind das Speere oder? Eine riesige Zange. Ne, es sind zwei Speere, die nebeneinander liegen. Als würden die hier Werkzeug verwenden. Denen geht es nur noch um Waffen und das Töten anderer, die sich nicht wehren können. Und die werden dann geplündert bis aufs Letzte und letztendlich auch noch gegessen. Okay, hier hatten wir alles. Kleiner Schlafplatz. Geh ich mal hier hinten hoch. Dann holen wir uns auch noch diesen Schrott hier. Damit wäre auch der Suchbereich abgeschlossen. Aber es müsste hier irgendwo noch Wasser geben. Ich bräuchte es zwar jetzt gerade nicht, aber angeblich haben die hier auch einen Wasserkrug da hinten. Trinke ich mal wenigstens noch einen Schluck. So. Jetzt nachgeladen. Nehme ich noch mit, was ich mitnehmen kann. Blub, blub, blub. Sehr gut. Und jetzt. Was mache ich jetzt? Fahre ich einfach mal zur Festung und repariere da mal oder baue halt mal dieses Teil auf. Wäre eine Idee. Hier hinten haben wir gerade eine Begegnung. Das wäre auf jeden Fall das nächste Gebiet, das ich komplett abschließen wollen würde. Und dann könnte man sich hier so durcharbeiten. Dann wäre das erste große Gebiet fertig hier. Dann würde das hier kommen. Da haben wir den einen Bereich halt noch nicht mal betreten. Das ist halt, puf. Und dann kommt das oben links und dann das hier. Und dann kommt natürlich auch noch Gastown und oh Gott. Es gibt noch ein bisschen was zu tun. Markieren wir mal die Festung von Jeet. Wir cruisen da mal hin und... Vielleicht finden wir unterwegs irgendwas. Mal gucken. Mal gucken. Oh Gott. Ich weiß auch nicht bei mir, ey. Ich aktuell die Müdigkeit. Es ist weird. Weird, weird, weird. Da kommen wir Vollgas. Also jetzt mal hier so ein bisschen in der Aufnahme und im Stream drin, kann ich auf jeden Fall mal bestätigen, dass es was geholfen hat, das ganze Programm also OBS neu zu installieren. Die Stabilität ist auf jeden Fall deutlich verbessert. Von der ganzen Aufnahme, quasi wie die Frames gedroppt werden und so, da hatte ich in letzter Zeit doch so ein paar mehr Probleme. Da musste ich immer die Vorschau ausschalten und so Sachen und jetzt gar nichts mehr. Vorschau ist an, sogar relativ groß und gar kein Problem. Funktioniert super. Gerade den Typen da hinten.
Habe ich ihn getroffen? Jo. Ja, ist Geschichte. Wir hatten doch hier auf diese Karosserie. Ist sie noch da? Hier, guck mal an. That wreckage lies in a shallow grave. I'm spoiled if we be so blessed. Genau. Oh Gott, ja, ist ja gut. Warte. Hier. Ziel los. Well done, well done. Now we'll see what treasures lie inside. Keep an eye on the car. Yes, I will protect you. Ja, so ein bisschen Schrott. But don't be long, please. Naja. Ist schon okay. Summiert sich ja auch wieder. Dann zurück. Die Scheinwerfer am Himmel. Achso, er meint die Sonne. Oh Gott. Der Scheinwerfer am Himmel. Ja, da muss er auch erstmal drauf kommen. Bro. Imagine. Sorry, uff. Wir bauen uns jetzt den Wasserspeicher. Ich bin mal gespannt, wo ist denn jetzt hier noch was Neues? Da fehlt noch was. Ja, das ist wohl wahr. Munition habe ich genug. Wo kann ich denn den Wasserspeicher bauen? Hier hinten. Guck mal, was haben wir hier? Madenfarm. Wasserspeicher. Baue eine große Wasserspeichereinheit, bei der Max seine Feldflasche kostenlos auffüllen kann. Los geht's, bauen wir uns mal. Das wäre geschafft. Max Feldflasche wird nun automatisch aufgefüllt, wenn er die Festung betritt. Es vergeht ein bisschen Zeit. Der ganze Tag geht rum. Cheats Festung verbessert. Sie ist jetzt ein bisschen ausgebaut. So, Freunde, was haben wir hier hinten? Putzcrew. Auf der Karte markieren, naja. Muss jetzt nicht sein. Was macht ihr da für ein Spielchen? Ach, ihr wollt das Feuer anblasen ein bisschen. Gut. Viel Spaß. Holy! Die haben da richtige Hütten gebaut. Okay, das ist cool. Warte, dann gehe ich da mal rüber. Also es hat wirklich was gebracht, hier den Schrott hinzubringen. Die Festung hat sich effektiv vergrößert und... Wenn ich hier mal rüber gehe, kann ich? Nee. Aber man kann da nicht hoch. Ah, das ist schade. Aber sie haben auf jeden Fall was gebaut. Das ist schon mal wichtig. Hier, das Podest war ja am Anfang auch nicht da. Der wird jetzt ordentlich gekocht und... Da ist auch ein Tisch. Ein Schlafplatz. Na ihr? Seid ihr Schwestern oder was ist da los? Ja. Oh Mann. Wie trocknen die irgendwas? Ja, easy. Schau mal an. Es wird. So, warte mal. Sekündchen. Hier. Ja, ich geb gleich Gas. Sekunde. So, okay. Tada, hier. Ich würde eigentlich nochmal kurz hier hochfahren und den Informanten machen und also die Begegnung und dann das Ölpumpenlager. Und vielleicht noch hier ein bisschen aufräumen. Und mal gucken. Mal gucken. Was will er denn hier? Herr Doktor. Was er glaubt, wer er ist. Okay, dann biegen wir hier einfach mal rechts ab. Und fahren wieder zurück in den Norden.
Oh Gott. Wir können überlegen, weil die Sticks kann man tatsächlich in der Spannung verstellen von dem Controller. Ich habe die gerade, also es gibt so richtigen heftigen Spannungspunkt, das wäre dann glaube ich von 360 Controller und dann Mittelding und dann den leichtesten von dem aktuellen, ach wir sind schon da, von dem aktuellen Xbox Controller, von dem Series X oder einem ganz normalen Xbox One Controller. Ich bin ja auf der mittleren Einstellung und ich weiß nicht, es ist schon cool, aber vielleicht stelle ich es nochmal auf leicht zurück. So ein bisschen rumprobieren. Einfach auch beim Zocken. Jetzt schauen wir uns erstmal die Informationen an. We've seen you around, stranger. You the one they say sword up Lord Scrotus. Bane of so many war boys. We best warn you then. See them pipes yonder. Go down that hatch and they'll be buzzing with hostiles inside. But there are other ways inside. Less dangerous. For those with the eye and the skin. Aber das ist natürlich optimal, wenn man müde ist. Ein Lager, das aus großen Rohren gebaut wurde. Es gibt einen versteckten Bereich, der mit Wertsachen gefüllt ist und nur durch eine Luke im Boden erreicht werden kann. Außerdem soll es einen geheimen Weg geben, über den man unbemerkt das Lager betreten kann. Zusätzliche Informationen: auf beiden Seiten des Lagers befinden sich Tanks für Flammenrohre. In einem Behälter ist Beute versteckt. Belohnung: Informationen im Logbuch gespeichert. Are you away on one of your long journeys inside your brain? Are you well enough to drive? Du hast gleich ein Problem mit deinem Kopf, Junge. Was ist bei ihm los? Okay, warte mal. Machen wir mal Folgendes. Wir haben hier einen Scharfschützen, Flammenrohre, da hinten einen Warcrier. Da ist kein Scharfschütze drin, das wundert mich gerade. Was haben wir hier? Noch ein Warcrier, es sind zwei Stück. Ich würde jetzt den Sniper einfach mal wegräumen. Okay. Und den hier auch noch. Lass mich mal fahren, bitte. Gucken wir uns das mal an. Ich kann jetzt einfach mal außen rumfahren und mir das alles angucken. Hier ist ein Eingang. Das wird wahrscheinlich einer von denen sein, von dem die Liebe gerade geredet hat. So eine kleine Spalte hier. Und wir sind drin. So, Überraschungsmoment war es dann auch wieder nicht. Aber es hat funktioniert. Oh, Kettenabschluss, was? Okay, mehr Schaden durch Kettenabschlüsse, ja, ist ja alles gut. Das wirst du ja auch schon seit ein paar Tagen, ne? Ist auch nicht irgendwas Neues. Na komm schon. Hier. Eine Wuttötung. Wo bist du, lieber Warcrier? Da oben. Was ist denn jetzt los? Hä? Was machen wir? Ich sammle erstmal den Schrott ein. Ich finde es immer so geil, wie die einfach gar nichts mehr tun können. Wie sie einfach nur da hängen und sich so denken, yo. Gut, und was mache ich jetzt so? All those things I bawled at you. It was just a spur of the moment. Ja. Natürlich. Ist klar, ist nie was Personelles, Persönliches, also ich glaube, ich soll es heute nicht übertreiben, von der Länge, wie lange ich streame. Ich spreng erstmal das Tor auf. Okay, das war schon mal offen. Hier unten auch nochmal Leute versammelt. Aber einige. Mit einem weißeren Warcrier. Wir gucken uns erstmal ganz entspannt hier um. Hier hinten, da war der Scharfschütze.
Okay, die Insignia können wir schon mal wegmachen. 4 Stück gibt's hier sogar, okay. Ja, Warcryer, du machst dich erstmal ein bisschen nach unten. Ja, ist, ja. Er hat es nicht mal bis nach unten geschafft, erbärmlich. Nicht mal das Runterfallen hat er hingekriegt, das ist schon echt traurig. Was soll man denn da noch erwarten? Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Hier ist überall Benzin, also so riesige Fässer. Hm. Hier können wir rein. Okay, ich tue das mal auf. Ein bisschen Schrott. Jetzt will ich mal nicht hoffen, dass er zur Stärkung kommt. So, hier können wir das Ventil deaktivieren. Aber mehr gibt es hier auch nicht, ne? Schaut nicht so aus. In so einem Rohr hat der mal gemeint, dass hier eigentlich Loot dran, ne? Ist jetzt noch nicht. Benötigt Explosion. Gut, wenn das so ist, kein Problem. Dafür bin ich doch da. Hier. Zwei Ölpumpen, Warcryer, einige Leute, da hinten ist ein kleines Lager. Hier stehen auch nochmal zwei. Alles in Ordnung. Wie komme ich denn da rüber? Ich würde gerne da rauskommen. Vielleicht muss ich das hier sprengen. Warte mal. Ja, man müsste ihn natürlich auch noch anzünden. Das wäre nicht schlecht, wenn man das machen würde. So, und jetzt lauf, Junge. Ich habe hier 2 Stück liegen. Nö. Jetzt wissen die da unten, dass ich hier bin und ich bin nicht weitergekommen. Effektiv. Hier rum komme ich auch nicht, nee. Mal gucken, da finden wir schon noch einen Weg hin. Jetzt gucke ich erstmal hier hinten weiter. Oh, hallo. Na komm her. Lass uns spielen. Hier. Ich meine, wenn wir uns die Handschuhe anschauen, mit denen wir kämpfen, dann ist es kein Wunder, dass sie so schnell umkippen. Wenn du so ein Ding ins Gesicht kriegst, dann... Ja, dann hilft auch keine Schönheits-OP mehr, ganz ehrlich. Dann ist halt alles vorbei. Wir arbeiten uns hier einmal komplett rum. Munition brauchen wir gerade keine. Den Schrott nehme ich mit. Was war das denn? Okay. Muss ich wahrscheinlich wieder eine Tür aufsprengen. Kein Problem. Wird erledigt. Ja, was haben wir jetzt hier? Ein bisschen Hundefutter. Warum? Warte mal. Ich schaue nochmal kurz hier rein. Ach, hier geht's gar nicht nach unten. Ich dachte nämlich erstmal, man könnte hier nach unten durchgehen. Das Relikt könnte ich noch mitnehmen. Will, geh nicht rein. Sie haben ein paar getötet. Sie haben all unsere Vorräte genommen. Flieh, Sandra. Sie hat versucht, ihn zu warnen. Ob es was gebracht hat, wissen wir nicht. Die Leute haben eiskalt geplündert. Da hat jeder nur noch an sich selbst gedacht. Hundefutter müssen wir gerade nicht essen. Wir sind satt und bei voller Gesundheit. Hier ist diese Luke, von der geredet wurde. War hier nicht gerade noch einer? Bin ich jetzt doof? Hier war doch gerade safe noch einer. Bro. Lass mich mal hier hoch, da machen wir mal den Flammenwerfer aus. Nee, nee, das muss jetzt nicht sein. Flammenwerfer ist aus. Hier könnten wir uns Wasser holen, brauchen wir aber auch nicht. Und hier geht's nach unten, okay. Ja, ihr chillt mal gerade noch, eins nach dem anderen.
Wir haben halt hier oben noch die Luke. Ich erledige die jetzt erstmal. Kämpfen wir mal kurz. Dann haben wir die schon mal weg. Nicht, dass sie uns noch irgendwie Probleme machen später. Ach, Freunde. Was ist wert? Oh, anscheinend. Das ist dafür, dass du mich geschlagen hast. Hier. Oh. Was glaubst du denn? Das Kampfsystem ist einfach so gut. Lass einfach das Messer stecken. Okay, hier haben wir Ölpumpen. Na du? Bisschen Schrott. Wir müssen natürlich auch noch in den Untergrund runter, aber können jetzt eigentlich mal hergehen und die Ölpumpen vernichten. Eine Insignie hätten wir hier auch noch. Viel Spaß damit. Ölpumpenlager, die Rohre aufgelöst. Ölpumpen zerstören, jo, das haben wir geschafft. Das Lager ist nun von Verbündeten besetzt, ja, das kennen wir schon, die Nachricht, das wäre geschafft. Uns fehlen noch 3 Insignien und 4-mal Schrott. Das machen wir natürlich noch. Der Warcrier hat sich auch verabschiedet. Upsi. Dann würde ich einfach mal... Achso, die Insignie, genau. Die war ja auch noch. Stimmt. Okay. Ich guck mal hier nach oben, ob da noch irgendwas ist. Da geht zumindest eine Leiter nach oben. Da drüben wäre auch noch mal eine Insignie. Ah, jetzt ist hier die Tür offen. Okay, ich verstehe. Die war ja vorher zu und blockiert. Sehr nett. Dankeschön. Fallen lassen. Hier runter. Ja, ja, tu nicht so. Ist ja okay. Als ob. Tu doch nicht so. Ich trinke einen Schluck Wasser, dann geht's wieder. Er tut einfach gleich so, als wäre die Welt untergegangen. Du bist gerade einen Meter tief gefallen. Hast dich sogar noch abgestürzt beim Sturz. Ist doch perfekt. So, schau an. Ist wieder alles gut. Überdramatisieren hier. Okay. Jetzt muss ich mal hier. Angeblich sind hier noch Feinde unterwegs, ne? Huch, was war denn das gerade? Fuck. Soll ich da einfach reinspringen oder? Ja, anscheinend. Warte mal, Licht an. Let's go. Hier würden wir wieder rauskommen. Eine Insignie. Ich hoffe, ich finde das gleich alles. Nicht, dass dann wieder irgendwas übrig bleibt. Nicht dann alles wieder 10-mal ablaufen muss. Das ist natürlich Premium. Einmal Schrott und eine Insignie fehlen. Ah, ich liebe es. Das ist nicht schön. Ich glaube, ich weiß, wo das sein soll. Uns wurde erzählt, dass in einem der Rohre Loot versteckt ist. Das wäre halt der sinnvollste Platz auch. Hier oben, diese Rohre, kommt man da irgendwie rein. Das schaut jetzt nicht so aus. Da hinten in diesem hohen Hütchen.